So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damir 1998. So. Ja, was passiert? Mit Raven haben wir es abgeschlossen soweit. Wir sind in den Damm eingedrungen. Und konnten nachher tatsächlich Kontakt zu Sandman aufnehmen. Und dann hatten wir uns ein Treffen ausgemacht. Sandman hat uns noch gewarnt. Denk daran, du kannst niemandem vertrauen. Nun können wir Sandman auch nicht vertrauen. So, und dann, dieses Gespräch konnte natürlich Samuel mithören, weil er sich dann natürlich dieses Funkgerät von Lief natürlich geschnappt hatte. Und weiß natürlich, wo die beiden zu finden sind. So weit und so gut. Jetzt sind wir hier in ein Lagerhaus eingedrungen und sollen mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Fahrstuhl nach unten finde ich im Allgemeinen immer ziemlich uncool. Weil unten ist es immer gruselig. Wie ich nochmal den Kopf gedreht hat, ey. Oh, hi. Motivation. Wir nehmen erstmal die Motivation. Das andere, das ist nicht so. Ja, brauchen können wir aber auch nicht mitnehmen. Okay. Über der eben geschossen haben wir. Leer. Nachladen. Samuel, nachladen. Lad doch mal nach. Hat er nicht mehr? Oh, schlecht. Ein Albtraum. Wieso haben wir keine Motivation mehr für die Pistole? Das ist ja total albern. Ach, Kacke. So. Und Terlagen. 49 Preis. Munitionsschachtel, Revolver, Kaliber, bla 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 bla. Finden wir diesen Revolver auch hier irgendwo? Das muss dieser Gunshop sein, ne? Vielleicht? Ne, in der Küche. Hier waren wir mit Raven am Start. Erinnert ihr euch? Da unten ist nachher dieser Basketball-Court, auf den... Was? Oh Gott, immer erschrecke ich mich so fürchterlich. Lady! Ich habe ihm den perfekten Look für die Glatze geschaffen gerade. Einfach Kopf weg. Genau. Der steht jetzt auf. Strom haben wir mit Raven schon abgeschaltet. Du bleibst liegen, soweit? Ja, ne? I don't believe what I see. I grew up in this neighborhood. In this neighborhood? Okay. Ja, die Nachbarschaft, mein Lieber, hat sich verändert. So, da könnten wir eigentlich gar nicht weiterkommen, weil da hat der, genau, richtig, da ist der ganze Schrott davor. Moment. Das könnte da unten sein. Ging nur mit Samuel, ne? Tatsächlich, diese Geheimräume. Inventar ist voll. Alter, was hat da gerade so gestampft? Mach mich nicht Angst und Bange jetzt hier, Kollege. Use it. Use it or lose it. Inventar ist nicht voll. Inventar ist voll. Alter Digga, was haben wir hier alles? Okay, der frisst seinen Energieriegel. Nein, 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 nein. Sehr gut. Das Stampfen kommt von uns, Alter. Ich denke, wir sind 250 Kilo schwer, ey. Gibt es hier diesen Computer? Nee, hier gab es jetzt nur an und für sich. Oh, und juckt. Das ist so, wenn wir noch an die 30 Grad fast haben und so ein Headset aufhaben, dann schwitzt das so in den Ohren, Alter. Das ist unglaublich ekelhaft. So. Ich hoffe, ihr findet Samuel eine Waffe, die passend für sich ist hier in diesem Gunshop. Mal gucken, was ist hier noch drin? Bei Kendo. Was?
war schon jemand vor mir da. Was kam da denn noch gerade angerollt? Mein Inventar ist voll. Ja, am Arsch hängt der Hammer. Nimm mit. Sehr gut. Das ist nicht ganz so wichtig. Den Revolver, Digga. Nimm den Revolver mit. Kannst du den Revolver nicht mit sammeln, oder? Aber so, da kennt er sich nicht mit aus, ne? Schade, ich dachte, wir finden hier eine angenehme, passende Waffe für Samuel. Aber dem ist wohl nicht so. Du hast keine Waffe für mich. Warum nicht? Nur weil ich schwarz bin. Hier. Da. Das Messer zum Beispiel? Weiß ich nicht, ey, ehrlich, der muss doch eine Flinte für ihn haben. Das ist ja voll rassistisch jetzt. Warum ist die Kacke hier nicht zusammengebaut? Was ist denn das? Scheiß Spritze, ne? Gut, es geht wahrscheinlich in die Richtung Krankenhaus, glaube ich. Oder sowas in der Richtung eben. Da-di-da-di-da-da-da-da. Oh! Mit der Pistole. Gleich den Kopf abgemacht, Alter. Puh! Nicht übel. Ja, der hat einen Regenschirm gefressen, ne? Ja, wenn man nichts zu fressen findet, nimmt man eben halt sonst auch einen Regenschirm, ne? Alles klar, ist in Ordnung soweit. Kann man ja machen. Jo, da waren wir schon mal. Jetzt kommen wir gleich zum... Warum... Ja. Was für eine Waffe? Immer der Busfahrer, ne? Ja, ja, der arme Busfahrer. Stars. Ja, die immer noch selber, genau. Mit der Hand im Kopf. Xyntate. Inka am Niesen, ne? Genau, muss man Gesundheit sagen. Dazu gehört sich das auch. Jetzt wohl irgendwo so eine Crash-Party. Irgendjemand hat die Party gecrashed. Haha. Ja. Da hat jemand die Party gecrashed. Ein Überraschungsgast vielleicht. Ein Albtraum vielleicht. Können wir überall irgendwo rein? Das wäre schade natürlich. Ja, hier so ein Bierkneipe. Das ist doof. Aber die Explosion war natürlich der Hammer, ne? Oder der schöne Gasgrill, ne? Ich wollte nicht, dass er hinsieht. Alter, wo kommt die denn alle her auf einmal? Was? Wow! Hier wollte ich schon immer mal rein. So, einmal Bier. Flens bitte. Wir haben keinen Flens. Okay, tschüss. Hier würde ich mir Sonne abzapfen, da glaubt man dran. Und direkt aus diesem Krug hier trinken, ey. Das würde ich alles stehen lassen. Es geht mir hier nur um Bier. Bier ist ein heiliges Getränk. Ah, guck mal hier. Fierce Lightning and Kindzeit. Aber ich weiß genau, wer das da sein soll.
Soll das ein Easter Egg sein? Soll das Walter White sein hier? Oder? Ich weiß es nicht. Eieiei. Und er ist mal versorgt. Aua! Oh, leg dich nicht mit Samuel an! Oh. Oh, der hängt ja blöd rum. Aber können wir hier irgendwie noch hier was machen? Ich will gerne Motivation mit haben. Hotel des Todes. La 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 la. Okay. Enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend. Hey! Ah, habt ihr euch erschrocken jetzt, ne? Ja, ich mich auch. Okay. So. Frau Cheryl. Was für ein Name, ne? Frau Cheryl. Ich hinterlasse dir diese wichtige Notiz. Ich habe beim Aufräumen in Herr Sakumaras Zimmer, das sonst immer besetzt ist, einen Schlüsselbund gefunden. Er hat ihn bestimmt letzte Nacht auf dem Weg vom Restaurant hierher verloren. Ich frage mich, warum eine Person mit einem derart großen Einfluss in der Nahrungsmittelindustrie lieber in ein Hotel schläft als zu Hause. Bitte sei so nett und lass Herr Sakumara wissen, dass ich seinen Schlüssel gefunden habe. Er ist überraschend großzügig, wenn es darum geht, Angestellte zu belohnen. Bitte gib mir Bescheid, ob ich morgen während der Apfelblüte irgendwie behilflich sein kann. Kathi. Okay. Es sind immer so kleine Informationen, die aber nicht wichtig sind irgendwie. Außer Schlüsselbund. Also es gibt hier irgendwo einen Schlüsselbund, den wir wohl irgendwie missbrauchen werden müssen. Regnet das im Spiel? Nicht den Kopf verlieren. Hallo. Ist das Herr Sakumara? Total die moderne Glotze, aber es wird noch gesendet. Das ist schön. Es regnet tatsächlich jetzt. Das ist bestimmt der Giftwolkenregen von diesem Giftanschlag mit den, weil wir sowieso alles so Zombies. Herr Sakumara. Kommt aus der Sahara, dort war es ziemlich heiß. War doch nur Scheiß. Sakumara aus der Sahara reitet auf ein Kamel. Okay. Hallo. Du bist Kathi. Hallo Kathi. Sie ist tot. Ach nein, echt jetzt? Guck dir das Gesicht an, da sieht man es eindeutig, dass sie tot ist. Und das nicht eben seit gestern erst. Okay. Hier lebt der Fernseher auch noch. Aber hier wird nicht drauf gesendet. Das können nur die reichen Leute wie Sakumara machen. Was ist denn das? Oh, ein Bambi. Schön. Nichts hier, nichts da. Tralalala. Letzte Etage, ne? Mich würde nicht wundern, wenn hier gleich jemand aus dem... Hallo. Natürlich ist mein Inventar voll. Wie er so die Schrüffel ganz locker so hochhält, ne? Er ist eine coole Socke, ne? Der Samuel. Nein. Das ist ja mehr als gruselig. Hör auf jetzt damit. Wer ist er denn? Ach, das ist ein normaler Zombie-Ding. Was ist das denn für eine groteske Gestalt? Aber es ist ein normales Mädchen-Zombie-Ding. Aber ich dachte, mein Gott, das ist ein Doppelkopf. Das ist ein Scheiß, weil der Zopf ist übertrieben. Kacke war. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Ich bin immer so aufgeregt. Hab ich mitgekriegt. Was? Was ist denn das? Was ist das da? Laufen draußen schon wieder rum. Ich will ihn nie. Okay, müssen wir aber trotzdem. Stell dich nicht so an, Tomji. Das muss. Ach, ein Bauarbeiter. Haben Sie Hunger? Hier gibt's nichts. Willst du mich verarschen jetzt? Noch einer? Oh, den habe ich den Arm weggeklatscht. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass.
Mir gefällt das nicht, dass ich so viel mit der Schrote rumbumsen muss hier. Das ist echt für'n Arsch. Und wenn ich keine Motivation hier... Warte mal, haben wir nicht andere Munition für die Pumpe, die Puste hier? Ja, klar, für die Pistole haben wir doch andere Munition. Dann müssen wir jetzt mal einfuckeln hier. Komm schon, Dicker. Wie war das noch? Nein, das habe ich vergessen. So. Und dann... Wie war das noch? Genau, komm. Okay. Warte mal, wahrscheinlich geht das gerade nicht, wenn wir... Ach komm, hör auf. Ach komm. So, ist sie leer. So. F. Kombinieren mit F. Yay! Sehr gut. Huch, ja, reicht doch. Hallo. Haben wir noch eine dritte Waffe? Wir haben einen Revolver. Seit wann haben wir denn einen Revolver? Alter, habe ich irgendwie verpasst. Es ist ja gar nicht so schlimm alles, hör mal. Ein DeLorean. Ich habe viele DeLoreans. Weil man hier grunzt irgendwo so ein scheiß Zombie noch rum. Den müssen wir mal ganz kurz irgendwie... Aber ich weiß nicht wo. Ich finde das doof. Ich mag das nicht. Wo brauche ich denn bitte jetzt... Ach, das war hier. Funkgerät. Ach, guck mal, hier liegt noch Motivation einmal. Nimm mit. Genau. So. Wir haben Schlüssel aufgesammelt. Wofür brauchen wir den? Irgendwo im Hotel oder so? Können wir gar nicht usen. Ficken. Scheißendreck. Warte mal, was ist denn das für ein Hotel? Was ist das? Ist ein Hotelschlüssel jetzt da? Ah, nee, das wird für seine Bar sein. Der Schlüssel ist für die Hintertür des japanischen Restaurants Sambukara. Alles klar. Aber ich hätte gerne so wenig Sachen dabei eigentlich, dass ich dann, kann ich nicht irgendwas... Geht nicht. Scheiße. Kann ich was droppen? Nee, das ist ja Blödsinn. Ja, da muss ich eben halt meine Flinten leer schießen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wo ist das Hotel? Sakumara. Hotel. Normalerweise sieht man das hier überall immer, ne? Dieses Hotel. La. Das war die schöne Bar. Aber wo ist Sakumara? Hier und dort und überall. Ach, hier vielleicht. Warte mal. Da ging es doch irgendwie rein. Und dann gab es doch hier immer so ein... Ja, okay. Das ist die Bar. Oh, Ohrenschwitzen. Alter Schwede. 95 Millionen Grad. Das ist ein... Dings. Waren wir schon mal drin? Oh! Wir müssen dran denken, dass wir gleich noch so unbedingt so ein Dings haben müssen. So ein... das Wasserrad. Offen. Konnten wir hier mit Raven auch schon hochgehen? Oder habe ich es einfach noch nicht gemacht? Das ist ganz schön hoch. Fahrrad steht hier. Luftwege frei halten und so. Sakumara Schlüssel. Alles klar. Der Sakumara, ich bin da. Dafür brauche ich jetzt das Drehrad. Naja, für den wohl nicht mehr. Gott! Willst du denn mich verarschen, Mädchen? Ach so. Wir sind also nicht echt, ja? Greif uns aber trotzdem an. Das ist uncharmant. Der brennt da so vor sich hin.
Oh, lecker. Ist das ein Pudding? Da ist Tom G dabei. Das mag Tom G gerne. Okay, da müssen wir wahrscheinlich, weil wir hier nicht durchkommen, brauchen wir hier dieses Rad wahrscheinlich. Alter. Mein Gehirn schwitzt. Wow, wie genau ist das bitte? Ganz genau. Okay. Jetzt holen wir, jetzt müssen wir wieder runterrennen und das Rad einmal holen. Was für ein Gerenne, ne? Unnötig, oder? Hätten wir das bloß gleich mitnehmen können, aber wir waren ja so voll mit unserem Inventar. Ja, ja. Dass wir es nicht mitgenommen haben. Da muss man durch die Bahn, ne? Ja, genau. Black Jack Pub. Ein netter Name, ne? Finde ich, also passt. Fire Exit. Durch die Tür, bitte. Jawohl. Walter White. Ihr bleibt alles schön liegen soweit, ja? Alles klar. Hotel. Es ist echt ein Gerände hier gerade, ne? So, mit... Inventar ist noch nicht voll, immer. Oh, Alter, kann man irgendwas droppen, ehrlich mal? Das ist doch für den Arsch. Warte mal, ich drück mal eben. Drop. Ja, dann drop es. Bitte. Yay! Wow, das hätte man vorher rausholen müssen. Dann wäre ich nicht ganz umsonst gelaufen hier. Okay. Und jetzt wachen alle Zombies auf, weil ich das Rad genommen habe. Dann müssen die mal alle aufwachen. Denn man nimmt sich ein Item, was wichtig ist für einen weiteren Spielverlauf. Und bupsdi-bupsdi, das ist der Zombie-Wiederbeleber. Nicht? Okay, dann nicht. Ich bin mal gespannt, wie das 1994 sein wird. Das soll, glaube ich, dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommen. Hoffentlich dann mit einer etwas ein bisschen besseren Grafik. Er hier. Der ist hier runtergerutscht, war zu fett. Willst du das? Ja, dann gehe ich danach, nach dem Essen. Oder warte mal. Bin gleich soweit, warte mal. Guck mal, der ist hier schon gelöscht. So. Jetzt sind wir hier in diesem Raum, wo wir das aufmachen sollen. Kinderchen, das war's erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir werden jetzt wissen, was in dieser Tür sein wird. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.